Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Ravensburg hat ja betont, wie sehr der CDU und also der Regierungskoalition die Integration von Migrantinnen und Migranten und geflüchteten Menschen am Herzen liegt. Wir stellen aber, wenn wir in den Haushaltsplan reinschauen, das Gegenteil ist der Fall. Das Thema Integration der Migrantinnen und Migranten wird auch dieses Jahr in diesem Haushaltsplan nicht wirklich ernst genommen. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass das Interesse an Migrantinnen und Migranten nur darin besteht, wie man sie am besten dem Niedriglohnsektor zuführen kann. Aber auch das hat Frau Ravensburg eigentlich genannt, wenn auch nur indirekt. Sie hat nämlich versäumt, es zu erwähnen, dass Vollzeitbeschäftigte von Asylbewerberländern, aus Asylbewerberländern 43% weniger Bruttoverdienst haben und knapp 50% von ihnen sind im Helferbereich tätig. Das haben Sie vergessen zu erwähnen mit Ihrem Integrationsprogramm. Und sogar der Präsident des BAMF, Herr Eckhard Sommer, stellt auch fest, dass dieser Zustand langfristig nicht gut sein kann für unsere Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund wird aber klar, dass Flüchtlinge mitnichten als Fachkräfte in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, wie es uns die GRÜNEN und die CDU immer versuchen zu verkaufen, sondern es findet nichts anderes statt als die Unterfütterung und der Ausbau des Niedriglohnsektors, und das wieder auf Kosten der geflüchteten Menschen, meine Damen und Herren. Hätte die Landesregierung ein ernsthaftes Integrationsinteresse, würde die Lösung bezüglich dem Arbeitsmarkt der Fachkräfte darin bestehen, die im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen durch geeignete und schnelle Bearbeitung anzuerkennen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Von Qualifikation und Umqualifikation, da beweisen Sie sich ja täglich aufs Neue, davon brauchen Sie jetzt nicht zu reden. Das Gegenteil ist der Fall. Trotz sehr langer Bearbeitungszeiten und Beschwerden von Seiten der Betroffenen sehen Sie im Haushaltsplan keine zusätzlichen Investitionen und Stellen für solche Bearbeitungen vor. Obwohl immer wieder gebetsmühlenartig konstatiert wird, dass Sprache der Schlüssel zur Integration ist, streichen Sie 159 Stellen im Bereich der InteA-Klassen, obwohl der Bedarf bisher sowieso noch nicht gedeckt war. Nach wie vor ist die Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen bestimmten Personengruppen überhaupt nicht möglich, und für andere ist sie kostenpflichtig. Die Angebote der Deutschkurse müssen aber so ausgebaut werden, dass ein diskriminierungs- und kostenfreier Zugang für alle, ich betone, für alle möglich ist, meine Damen und Herren. Diesbezüglich können wir dem Haushaltsplan leider auch nichts entnehmen. Aber die Befähigung, am beruflichen Leben teilzunehmen und Sprache zu erwerben, gründet auf einer psychischen und körperlichen Gesundheit. Mit insgesamt 4 Psychosozialzentren werden wir der Sache aber nicht gerecht. Da sollte sich die Hessische Landesregierung vielleicht ein Beispiel nehmen an Rheinland-Pfalz. Die haben bei viel weniger Flüchtlingszahlen mehr, als wir hier in Hessen haben, nämlich 6 an der Zahl an Psychosozialzentren. Menschen kommen traumatisiert hier an, sind hier zumeist weiterhin Diskriminierung und Perspektivlosigkeit ausgesetzt, womit die psychische Situation dieser Menschen mitnichten besser wird. Für die Verbesserung der psychosozialen Versorgung der Migrantinnen und Migranten müssen weitere Psychosozialzentren geschaffen werden, und die von den freien Trägern geleistete und sehr wertvolle Arbeit muss mit Landesmitteln gefördert werden. Es kann nicht sein, dass auslaufende Projekte aufgrund der fehlenden Finanzierung nicht mehr ihre gute Arbeit fortsetzen können, meine Damen und Herren. Auch hierfür werden wir natürlich einen Antrag einreichen. In Hessen leben Menschen aus 195 Nationen. Dass nicht alle der deutschen Sprache mächtig sind, liegt auf der Hand. Wenn eine gesellschaftliche interkulturelle Öffnung im Gesamten und eine interkulturelle Öffnung im Gesundheitswesen wirklich funktionieren soll, wenn diese Menschen eine adäquate gesundheitliche Versorgung erhalten sollen,
dann müssen interkulturell und medizinisch geschulte Dolmetscher für eine Übersetzung herangezogen werden können und keine Laiendolmetscher hierfür eingesetzt werden müssen. Deshalb muss finanziell sichergestellt werden, dass Kliniken auf qualifizierte Dolmetscher zurückgreifen können, die eben medizinisch und interkulturell geschult sind. Ich könnte ja jetzt eigentlich weitermachen, aber um das Zeitkontingent nicht weiter auszureizen, komme ich zum Schluss. Aber eins will ich mir dann doch nicht verkneifen. Ihr Interesse an Integration und politischer Teilhabe der ausländischen Bevölkerung machen Sie besonders deutlich mit Ihren Plänen bezüglich der Ausländerbeiräte, meine Damen und Herren. Das machen Sie einmal deutlich mit Ihrem Gesetzentwurf, den Sie eingebracht haben, aber auch in Ihrem Haushaltsplan machen Sie das auch wieder deutlich. Trotz der bisherigen unzureichenden finanziellen Mittel, die die Ausländerbeiräte zur Verfügung haben, sehen Sie im Haushaltsplan keine Erhöhung für die Ausländerbeiräte vor. Vielen Dank. Ja, die werden auch abgeschafft. Aber ich glaube, das lassen